der Erziehung, auch Armutsbekämpfung, was noch, und auch die Unwürde der Frau. Du kannst das erzählen, ein bisschen. Aber das ist ein, von einem, für mich ist es eine Überraschung, von einem rein fast religiösen Verein, fast konservativ, obwohl ich geglaubt habe, wir werden mehr als Feministin, aber in Wirklichkeit. Es ist anders. Aber wir sind trotzdem sehr aktiv, was konkret ist. In ganz viele, sind viele Schulen gegründet worden, auch in Afrika. Ich von unserer ehemaligen Japanerin, die alle, in alle Länder eingesetzt waren. Und sie haben tatsächlich Schulen gegründet. Sie haben wirklich sehr viel getan. Wir sind von was vielleicht spirituell oder geistig etwas sehr konkret und sehr effektive NGO geworden. Ja, das ist auch auf der Schwarz, ist auf der Schwarz, aber das heißt Uraktivität. Ist es soweit? Könnt ihr mich verstehen? Ja. Ganz herzlich Dankeschön, dass ihr uns willkommen heißt aus Wien, dass wir zu euch kommen dürfen. So, eine so große Runde. In Wien, wenn wir so eine große Runde zusammen haben, dann müssen wir viel schwitzen. Und heute haben wir gar nicht geschwitzt. Danke, dass wir zu euch kommen dürfen. Und wir kommen immer gerne nach Oberösterreich. Und ganz besonders steht neben mir unsichtbar die Maya. Ja? Ganz, ganz liebe Grüße von der Maya. Weil sie hätte auf jeden Fall verdient und sich auch sehr gewünscht, hier zu sein. Maria Riel, Dr. Maria Riel und irgendeinen dieser Namen, glaube ich, kennt sie fast alle. Sie hat jetzt, die älteste Tochter hat das dritte Kind bekommen am 23. Dezember, ein Mädchen. So. Und der Schwiegersohn ist Arzt und hat Nachtdienst, so, was macht die Oma? Sie hilft der Tochter mit den Enkelkindern, wenn der Schwiegersohn nicht da ist. Ja. So, die natürlichen Verantwortungen helfen uns immer wieder in Schach. Zuerst die eigenen Kinder, dann die Enkelkinder. Sie hat ihre Praxis ihrer ältesten Tochter übergeben und sie hat ein ganzes Jahr jetzt auf die Enkelkinder geschaut. Also ihr Schedule war fast ähnlich wie vorher, weil die Tochter die gleichen Zeiten in der Praxis gemacht hat. Ich möchte auch einen kleinen Side-Step machen. Ist die Marion noch da? Ja, da ist sie. Genau. Und zwar, weil Sie haben heute schon einmal angeschnitten, das Thema Medien. Wir Frauen sind immer ein bisschen hinterher. Ich möchte ein paar Punkte aber nicht ungenannt sagen. Das Erste, es haben uns so viele Männer geholfen. Die Brüder haben uns immer geholfen, die waren unsere ersten Sekretäre. Also Eckert war das, der Kliemann, Florian hat uns geholfen. Manfred Mayer in Wien war Sekretär in Wien und er hat, ich konnte mit allen Sachen kommen, weil ich habe lange gebraucht, bis ich irgendetwas mit den Medien anfangen konnte, bis ich Computerkurs gemacht habe. Und das andere ist, wir haben angefangen mit kleinen Broschüren. Ich habe jetzt keine mitgebracht, vielleicht hat die Therese noch irgendwo versteckt. So A5-Heftchen, das waren unsere Informationsblätter der Frauenföderation, eine kleine Zeitung. Da haben wir unsere Artikel und unsere Berichte abgedruckt. Und dann hat die Schwester gesagt, die Elvira Ebinger, noch ein Punkt, bitte. Hat sie gesagt, nach 10 Jahren, Renate, ich kann nicht mehr. Sie hat das sehr liebevoll gemacht mit ihrer Unterstützung ihres Mannes. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist aus mit den Zeitungen, was machen wir jetzt? Und dann kam eine ganz inspirierte Frau auf mich zu, die Marion Eckel, und sagt, sie, Renate, wir brauchen eine Homepage. Die Frauenföderation braucht eine Homepage. Ich würde ja gerne eine Homepage, keine Ahnung von irgendetwas. Und ich weiß nicht, wie oft, Marion, ich glaube, 10 Mal, 8 Mal, 10 Mal habe ich meine Kinder geschnappt, um 6 in der Früh im Zug eingestiegen und habe den Tag mit Marion verbracht. Meine Kinder haben brav gespielt mit ihrer Tochter. Also Kinder sind immer brav und das Gescheit ist, hat immer funktioniert. Ich war sehr dankbar, es hat immer funktioniert. Ich habe Mädchen. Und Mädchen haben sich mit Zeichnen sehr gut beschäftigen können. Also im Zug, Zeichenstifte und was zum Anmalen und das hat gepasst. Und wir haben die Homepage aufgebaut. Die erste alte Homepage. Irgendwo vielleicht ist sie noch zu sehen, ich weiß es gar nicht. Nach 6, 7 Jahren hat das dann die Lili Grundacker übernommen und hat das modernisiert. Und inzwischen hat das Lili Grundacker Sohn, der Christoph Grundacker ist unser Homepage-Betreuer. Also. Und mühsam lerne ich das ein bisschen, aber es wird mir helfen, die Amelia. Amelia Schnorr ist die Frau von Marit Riel, also Schwiegertochter von Maya, und sie hat mir versprochen, im neuen Jahr wird sie uns helfen mit der Homepage. Ich bin sehr, sehr froh, weil ich bin ein Mensch, ich bin gerne mit Menschen und die Technik ist nicht meine Stärke.
Muss es auch nicht sein, weil es gibt andere, die das gerne machen und junge Leute machen das mit viel Schwung und denken, okay, so leicht ist das ja für mich in der Schwingespitze immer. Das wollte ich wirklich auch erwähnen und auch Lynn Bauer, die heute nicht hier ist, sie hilft uns mit der Facebook, kann man auch nicht mehr vergessen, obwohl ich vergesse immer noch auf Facebook. Und sie hat mir auch sehr geholfen, weil sie sehr kreativ ist mit Computergrafik. Sie hat sich da Programme gekauft und hat mir eine schöne Weihnachtskarte gemacht mit Frauenföderation-Logo auf der Weihnachtskarte drauf, dass ich mit ihr nicht verschicken konnte. Also ich war ihr sehr dankbar, weil wir haben sehr, sehr viele Freunde auf allen Ebenen und das war eine elegante Weihnachtskarte, die konnte ich mit ein paar Worten dann an alle unsere Gäste schicken in Wien. Und dann melden sie sich und ja, irgendwann dann vor Weihnachten schaltet man den Computer aus. Sonst geht das endlos weiter. Ja, ich möchte wirklich auch dazu sagen, dass die kleine Arbeit oder die Arbeit, die überall geleistet wird, das ist, Egot arbeitet immer mit Fundamenten. Also wenn etwas geschieht auf einer größeren Ebene, dann deswegen, weil unsere kleine Arbeit, die Arbeit, die so im kleinen Rahmen, ich will das klein, das Wort gefällt mir gar nicht, ja? Aber die Arbeit, die wir machen, in den kleinen Runden, am Land, überall, dann ist das der Segen für das, dass wir die Sachen richtig machen und dass wir zusammenarbeiten. Ich habe immer nur erlebt, es geht nur um Zusammenarbeit und dass auch die UNO in Wien ist sozusagen das Höchste. Ich meine, das ist unglaublich, weil das ist internationaler Boden in einer Stadt. Ich lebe dort, irgendwer lebt dort, ihr lebt nicht weit weg davon. Es gibt, wie viele Länder gibt es, die eine UNO im Land haben und internationales Feld im Land haben, sind nur vier Länder auf der Welt. Ja. So, ich bin unendlich dankbar, weil mit Pension kann man nicht so viel reisen. Ich brauche nicht viel reisen, weil ich treffe alle Menschen in Wien. Und man kann dort sehr, sehr viel tun. Deswegen auch unsere Freundinnen aus Kenia, die glauben wir auch in Wien zusammen mit Freundinnen aus allen Kulturen. Und jetzt möchte ich auch noch sagen, dass die UNO-Arbeit wirklich auch ein Kind von Elisabeth Riedel ist. Ich hätte gedacht, Klaus hat es vorgehabt zu kommen. Klaus Riedel. Elisabeth Riedel ist Anfang des Jahres in die geistige Welt gegangen und hat davor, bis 10 Tage bevor sie hinübergegangen ist, eine Konferenz organisiert, eine größere Konferenz, die wir wollen, ja, als Anfang gehabt haben über FGM. Und auch Elvira Ebinger ist in Jena in die geistige Welt gegangen. Sehr überraschend für uns, wirklich sehr überraschend. Es hat uns viel beschäftigt, es hat uns sehr getroffen, weil es sind unsere Freundinnen und wir haben mit der physischen Welt mit ihnen zusammengearbeitet. Und ich merke nur, wenn ich mal sage, Elisabeth, wie hast du das gemacht mit dieser Oma? Weil jetzt müssen wir, ich bin immer froh, von hinten arbeiten zu dürfen und jetzt, okay, wir müssen schauen, wie hast du das gemacht oder wie geht es jetzt weiter? Und wir sehen die nächsten Schritte, sie kommen. Also wir schaffen das weiter auch. Es ändert sich immer wieder etwas, muss man wieder einen neuen Weg finden. Und das wollte ich einfach auch noch sagen. Und inzwischen wieder gefunden. Das war unser erstes Wunder. Ich glaube, viele von euch waren da. Das war eine Konferenz am Gründonnerstag 2013. Gründonnerstag ist das, wo eigentlich viele auf Urlaub fahren, wo viele Osturlaub machen, Karwoche ist. Lili Meyer, ich habe zu Hause geschwitzt, wie schaffen wir das an die UNO, Elisabeth Riedel in Salzburg, es war interessant, wir haben oft wirklich fast gleichzeitig die gleichen Inspirationen gehabt. Elisabeth, ich hätte jede. Ja, Renate, ich habe genau die gleiche Idee, oder umgekehrt. Ja, die müssen wir fragen. Ich habe einfach dann nur durchtelefoniert bis zu dem Herrn Nairon Sekera, den wir fragen müssen, um einen Raum an der UNO, denn so einfach ist das. Und es war so interessant, was ich dann erlebt habe. Dann habe ich diesen Herrn geschrieben in einem, Billy wird jetzt lachen und sie darf lachen, wirklich laut. Ich habe in Englisch geschrieben, natürlich einen schönen Brief. Und dann haben wir uns erklärt, dass wir sehr gerne einen Raum hätten für eine Konferenz für 50 Personen zum Thema eben Frauen in Leadership, Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Was passiert? Der Brief kommt zurück. Ich rufe an, ja, die E-Mail-Adresse stimmt, der Brief kommt zurück. Das sind geistige Sachen, die passieren immer, weil Gott uns erzieht. Gott hat uns so lieb und er erzieht uns. Er lässt uns nicht in die Sackgassen laufen. Ja. Dann habe ich das der Elisabeth Riedel gesagt und so hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Elisabeth hat geschimpft. Sagt sie, Renate, kannst du das machen? Das ist ja meine Aufgabe, wenn sie war Direktorin für unsere UNO-Arbeit. Das ist ja eben. Okay. Dann schreibst du einen Brief. Aber ich habe gesagt, Elisabeth,
sie war oft in Wien und ich habe nicht gewusst. Herr Elisabeth, bitte in Zukunft, wenn du nach Wien kommst und an der UNO jemand besuchst, sag uns Bescheid, wir können gemeinsam gehen, weil ich weiß, Gemeinsamkeit ist einfach der Schlüssel. Und sie hat gesagt, okay, das hat von da an funktioniert. Sie hat sich immer gemeldet, wenn sie in Wien war. Und sie hat gesagt, ich schreibe den Brief und ich schicke ihn dir. Und du darfst ihn lesen, bevor ich ihn weiterschicke. Mhm. Ist sehr gut. War natürlich viel besser, keine Frage. Aber Englisch ist furchtbar. Aber wir haben uns vorher, wir haben immerhin, wir haben nicht aufgegeben, wir haben uns vorgearbeitet. Und wir haben tatsächlich, und dann Elisabeth ist mit Maya gegangen zu dem Herrn Sekira, einen Raum bestellen. Und sie haben ihn tatsächlich, sie sind da herumgeschwirrt und sie haben ihn plötzlich getroffen. Ja, 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 Sie können jedes Monat einen Raum haben für eine kleine Besprechung, Sie brauchen sich nur melden. Also für so einen kleinen großen Tisch. Und ja, ja, für die Konferenz, ja, ja, 50 Leute, na, ich gehe dann gleich den Saal, das haben 150 Platz. Okay, nur kann nicht in Stress geraten, weil ich mir immer denke, wir wollen nur kleine Runden, wenn das was bringt. Menschen, die man sieht, mit denen man redet, mit denen man die Hand gibt, das hat mehr Substanz als hunderte Leute, die man nicht getroffen hat. Ja. Machen Sie, es waren viele von euch da, es ist eine sehr gute Konferenz geworden und danach haben wir dann, das war diese Konferenz, in Zusammenarbeit. Wir haben dann Partner, die Elternwerkstatt, die Maria Neuberger-Schmidt, ich glaube, ihr kennt sie auch. Sie war immer bereit, ihr Logo dazu zu geben und sie hat uns sehr viel unterstützt. Und AQ